So, okay, dann wollen wir mal. Das klingt heimisch. Hey, Sugar. Ach komm, ich hab mich gerade wieder hingesetzt. Ah. Wir vom Volk des Windes lebten einst unten auf der Erde. An dem Ort, den ihr die Ruine des Windes nennt. Komm, wir vereinen mal ein bisschen. Ach, kann ich die 100% schon nicht mehr schaffen? Habe ich was kaputt gemacht? Ein Item hier, was du nur bekommst, wenn du durch ein Portal hierher reist, und es kann nur gemacht werden, bevor du das Siegel am Wasserfall aktiviert hast. Okay, cool, dass man mich vorgewarnt hat, würde ich mal so sagen. Hä, wie dumm. Oh Mann, jetzt bin ich frustriert. Ich hab halt nicht gespeichert einfach. Erster Playthrough. Du. Älteste im fünften Stock. Sick. Ha, okay, cool. Ich wusste nicht mal, dass das ein Portal ist, so. Ich hab mich nur gefragt, so, hä, keine Ahnung, was soll das sein? Ich dachte, das ist ein Ei oder sowas. Das sieht doch nicht aus wie ein Portal. Come on. Und hier hätte ich einen geilen Bogen kriegen können? Vor allem, wo bin ich hier gerade? Ach, da unten! Aufregend. Bogen-Upgrade, ja, krass. Ja, schön, spielen wir es halt nochmal von vorne, würde ich sagen. Nö, so mache ich das nicht. Bäh! Okay, so. Das wäre wieder freigeschaltet. Bla bla bla, Hylia-See, was soll's. So, jetzt kann ich ja explizit nach da unten. Kann das Ding hier mitnehmen. Ah, cute.
Au. Fair, was soll's. Au. Was soll's. Okay. Crazy. Na sowas, Besuch, eine seltene Ehre. Wie bist du überhaupt hierher gelangt? Ha. Ha. Keiner glaubt mir. Ich habe gesehen, wie ein Geist Opa befallen hat. Ach du liebe Güte. Scary. Wer hätte gedacht, dass Opa Gasto krank wird? Er war immer so gesund. Vielleicht ist er von einem bösen Wesen besessen. Als ich noch jung war, nannte man mich Gasto den Windstoß. Ich war fast ein wenig berühmt. In letzter Zeit fühle ich mich aber irgendwie so schwer. Ich kann nicht aufstehen. Dann jetzt natürlich die Frage. Können wir den Geist einsaugen? Können wir tatsächlich? Oder? Wack, ich glaub's nicht. Wer hätte das gedacht? Opa sieht schon viel besser aus. Wie soll ich dir nur danken? Ich hätte nie gedacht, dass er wirklich von einem Geist befallen sein könnte. Ich dreh durch. Was? Ich war von einem bösen Geist befallen und du hast ihn vertrieben? Ach, meine Kräfte sind wieder da. Bald kann ich wieder aufstehen. Dein Name ist Long, ja? Du hast mich gerettet. Nice. Gute Laune, Typ. Danke für den Raid. Was geht ab? Was habt ihr gespielt? Opa sieht viel besser aus. Wie soll ich dir nur danken? Ich hätte nie gedacht, dass er wirklich von einem Geist befallen sein könnte. Komm mal wieder vorbei, wenn du in der Nähe bist. Okay, das heißt, wenn ich jetzt das nächste Mal hierher komme, kriege ich dann den Bogen? Oder ist alles cool jetzt und ich kann den irgendwo abholen? '51 Worldwide Games. Na, ist ja auch was. Kann ich jetzt gehen oder mache ich denn irgendwas falsch? Nicht, dass ich jetzt wieder gleich 15 Stunden spiele und dann wird mir gesagt, ach übrigens, du hast es vergessen und du hast es verpasst. Okay, ich krieg den Bogen, wenn ich jetzt im regulären Storyverlauf daher wieder hinkomme. Dann weiter geht's. Zeit, Quatsch zu machen. Oh mein Gott, es ist soweit. Wir sind tatsächlich wo angekommen. Junge. Wer hat hier oben dieses Gebäude errichtet? Long, vielleicht kann ich... Okay. So. Holy shit. Endlich sind wir wieder an dem Punkt, wo ich einfach das Spiel komplett beendet und neu gestartet habe. Oh Mann. Nur für so ein dummes Upgrade. Ah, du bist Long. Danke für deine Hilfe. Ich habe wieder etwas Gutes gefunden. Es wird dich verwahrt. Bitte. Tada. Oh mein Gott. Krass. Wer hätte das gedacht? Das ist doch Long. Vielen Dank nochmals wegen neulich. Unserem Opa geht es wieder blendend. Yes. Hau raus, Mädchen. Ey, damit man einen merklichen Unterschied in der Zeit macht, müsste man halt echt aber so 500... nicht 500, sondern 100 Subs irgendwie spenden. Und dann würde der Stream halt auch nur so 1,5 Stunden weitergehen. Also es ist schon ein bisschen expensive gerade. Andererseits, ich bin echt ganz happy, wenn ich langsam ins Bett komme, daher... Ich freue mich ganz doll, wenn ihr subbt und spendet, aber ich möchte auch echt gerne ins Bett. Daher haltet eure Subs und Donations ein bisschen in Zaum.
Ich möchte ganz viele Fragmente vereinen. Mein Phoenix Live, warum? Danke für die 10 Subs, Mann. Holy shit. Ah. Mega, mega cool. Vielen Dank. Auf jeden Fall. Nicht, dass ich undankbar rüberkommen möchte, aber you know. Vielen Dank. Oh, warte, ich kann mich mit dem Opa auch vereinen. Dann machen wir das kurz. Ich meine, richtig leiden tue ich, wenn ihr irgendwie jetzt noch so richtig fett Subs und Spenden obendrauf ballert und dann so um 4 Uhr morgens einfach keiner mehr da ist und der Chat ist einfach tot, so, dann leide ich halt richtig, Junge. Dann ist halt echt hui so. So, vereinen wir uns mit Opa und gucken, was passiert. Mu, du solltest doch wissen, dass der Chat immer das Gegenteil von dem machst, was du... Ach, ich kann nicht mehr reden. Das Gegenteilige von dem macht, was du sagst. Dann sage ich jetzt, spendet bloß keine 2000 Euro und haut bloß keine 300 Subs raus. Das wäre absolut furchtbar. Halt, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie sehr ich mich ärgern würde. Macht dies auf keinen Fall. Poop. Nice. Sie passen perfekt zusammen. Krass. Ich meine, ich habe nur noch 1 Stunde und 40 Minuten. So viel Zeit ist das eigentlich gar nicht. Wir wachen im Palast des Windes, wo das Erdelement. Okay, das Windelement. Aha. Ja, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, warum die Benachrichtigungen im Stream einfach so unglaublich spät ankommen. Halt, vor allem, er meldet sie ja einmal relativ zügig, aber diese große Announcement-Geschichte, die braucht halt ewig, bis sie auftaucht. Keiner weiß warum. Ach komm, mach mal. Was soll schon schief gehen? Sei gegrüßt, wir sind das Volk des Windes. Vor langer Zeit stiegen wir zum Himmel auf und nahmen den Palast des Windes mit uns. Zurück blieb das, was ihr die Ruine des Windes nennt. Wir sehen, was unten geschieht, denn der Wind erzählt uns, was er sieht. Ein kleines Kind sucht die Elemente, um die Prinzessin zu retten. Auch dass Vati Böses tut, hat uns der Wind zugetragen. Das Windelement befindet sich im Palast des Windes über uns. Ist das heilige Schwert vollkommen, öffnet sich Vatis Weg zur Force. So heißt es in Legenden, die das Volk des Windes kennt. Gib Acht, wenn du alle 4 Elemente auf das Schwert übertragen hast und so das heilige Schwert entstanden ist. Es ist möglich, dass auch Vati davon weiß und auf den entscheidenden Moment wartet. Menschen dürfen unseren Palast eigentlich nicht betreten.
Doch bei dir machen wir eine Ausnahme. Geh nun hinauf auf... hinauf auf... Ito, danke für 10 Euro. Oh, sick. Wir kamen hier noch ein... What? Ei, sowas. Wer hätte gedacht, dass hier oben ein so großer Palast ist? Diese Höhe, da zittern mir ja die Knie. Wenn ich welche hätte. Long, gib acht, wo du hintrittst. Hier fällt man ziemlich tief. Anni, du suchst nach Streamplan. Ausrufezeichen. Also Ausrufezeichen Streamplan, das ist das, was ich meine. Oh, du Bitch. Was zur Hölle? Was ist dein Deal, Alter? Wobei, ja, Streamplan ist eigentlich hinfällig, weil wir sind schon nach dem geplanten Plan. Sorry. Das fällt mir jetzt erst ein. Das heißt, wir sind jetzt im Free-for-All-Segment des ganzen Streams, wo ich halt spiele, worauf ich Bock habe. Oder worauf ihr Bock habt. Hier sind einfach Pop-Bombs. Ah, shit. Das sind ganz weiche Wolken. Es macht bestimmt Spaß, wenn man oben ist. Ah, das funktioniert sogar. Mega cool. Oh mein Gott, es werden ja immer mehr. Übelst insane, so. Uff. Oh, okay. Oh, wir haben alle Items. Oh, das ist ja cool.
Ups. Ah, bitte nicht sterben. Okay, da kommen wir nicht hoch, aber wir kommen hier rüber. Das ist ja übelst cute. Okay. Nee, warte, da muss ich bestimmt einen runterschieben, oder? Das ist ja wie in Mario 64 hier, wo du die Bomben in die Lava werfen musst. Es weht ein heftiger Wind. Lass dich nicht wegpusten. Oh, schade. Ich meine, er hatte recht, so. Warum springst du nicht? Junge! So. Also ja, ich kenne die aus dem zweiten Dungeon auch immer noch. Ich erinnere mich. Aber ich war so überrascht, dass die noch existieren. Ich habe sie nämlich voll vergessen. Aber dann, wie gesagt, erinnerte ich mich doch wieder dran und alles war gut. Trotzdem cool, dass sie existieren. Oh mein Gott. Ey, ich schaff's nicht mehr. Wie dieses Spiel einfach wieder so richtig gütig mit Herzen ist, Mann.